Das ist alles. Er hat natürlich 180 Kilo gemacht und hat dabei die Stange, die ist in der Mitte gerade mal auseinander. Ah, zwei Schwerter fürs Posing. Ich habe noch nicht mal 10 Sätze bei den Bizeps in einer Woche, aber okay. Was geht ab, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Und heute schauen wir uns das Home Gym von einem Stargast an, ja, von Thomas Scheu. Thomas hat mir jetzt zwar kein Video selbst zugeschickt, aber ich habe mal bei YouTube geguckt und es gibt ein Video von Rap One aus 2020, genauer genommen vom 20. März 2020. Das war kurz nach dem allerersten Lockdown und da hat er mal sein Homegym präsentiert und das schauen wir uns heute zusammen an. Und wer mehr von Thomas sehen will oder hören will, kann gerne auch mal den Masse Garage Podcast abchecken. Dort habe ich nämlich ein Interview gemacht mit dem Thomas. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber könnt ihr gerne auch mal reinhören. Also checkt den gerne mal bei Spotify ab und wir gehen rein ins Video und schauen, was der Thomas da so am Start hat. Nicht wundern, ich habe mir das Video runtergeladen, weil sonst ist hier überall Werbung. Also, ich bin jetzt hier ausgerutscht, in den Fuß ins Gelände und dann rückwärts. Also. Mit dem Rücken zuerst und auf die Treppenstufen geknallt. Oh, ne? Und das aus der Höhe, das sind ja locker 2-3 Meter von dem Fall. Ne? Da, kannst du einmal das Video einleiten? Bin ein bisschen aus der Übung. Lange kein Video mehr gemacht. Ja, herzlich willkommen hier in Weißenturm. Diesmal nicht im Bodypower Studio, sondern beim Weltmeister, kann man einfach sagen, glaube ich. Ja, Bodybuilding-Legende. Wer gemeint ist. Die Legende hört sich immer so alt an. Ja, ist das so. Ich höre das manchmal auch schon. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, gell? Ist mir eine Ehre, mit dir auf die Bühne zu stehen. Das hört sich schon manchmal ja, so gell? An. Ja, gell? Das kriege ich auch nicht. Wir gucken uns jetzt Toms Pandemie-Notfall. Hör mal, hat der Thomas da im Haus etwa Schuhe an? Das geht ja gar nicht, ne, Leute. Also jetzt mal ehrlich, schreibt mal rein. Seid ihr Team Schuhe im Haus oder nicht? Also ich eher nicht so, ne? Gym an. Ja. Ja. Ist noch gar nicht benutzt worden. Also heute ist das erste Mal zurecht gemacht. Ist das alles? Also ich habe das Video irgendwann schon mal gesehen, das weiß ich. Aber ist das wirklich alles? Also hat hier eine Multipresse. Dann hat er hier einen Latzugturm. Und das hier ist irgendwie eine Bank. Sieht so aus. Das war's. Zwei Schwerter fürs Posing. Es fehlt ja eigentlich noch ein Schnellbeinstrecker. Die alte Garde weiß noch, was das ist. Das ist so ein Gerät, was man also für Bein, Bizep und auch für Bein. Eine Frage, gehöre ich jetzt zur alten Garde, wenn ich weiß, was das ist? Also, scheiße, Mann. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so alt bin. Strecken nehmen kann. Das habe ich also hier zu Hause gehabt. Ich habe ein Jahr lang komplett Beine zu Hause trainiert. 10 Sätze Bein, Bizep, 10 Sätze Kniebeugen an der Multipresse und 10 Sätze halt wieder Beinstrecken. Ich habe noch nicht mal 10 Sätze bei den Bizeps in einer Woche, aber okay. Dabei Kniebeuge war ich da so lange Zeit, so bei 220 Kilo, 10er Wiederholungen. Das war so mein Standard irgendwo. Das hier sind alles Nachbauten von Gemachtgeräten. Das ist also Rudern und Sitzen, wie es im Original ist, von der Höhe her, Sitzposition her, Fußstellung, Höhe der Rolle. Das hat dann hier entsprechend anzuschrauben. Mit zwei Schrauben, wird so befestigt. Also er hat sich praktisch Attachments für diesen Turm hier gebaut. Ich kann also hier rudern und sitzen machen bis 130 Kilo oder Latt ziehen. Muss ich einfach nur die Rolle entsprechend die Richtung drehen, wie ich es brauche. Das hast du aber komplett selbst gebaut jetzt? Ja, das ist komplett selbst gebaut. Aber schon 1997 habe ich das gebaut, ne? Ja, 97 habe ich das gebaut. Wenn ich schon krank geschrieben wäre oder sonst ja. Ja, aber 2020 war das dann schon 23 Jahre alt, ne? Was? Dass du was machen kannst, ne? Ja. Wann du das Ding geschweißt hast, meine ich. Bitte? Wann du das Ding geschweißt hast? 1997 habe ich das Ding geschweißt. Aber nicht auf der Arbeit. Nein, ja. Das habe ich schon hinten in der Garage gebastelt. auch noch? Ja, auf allen vier bin ich schon gekrabbelt. Dann halt hier Dipsmöglichkeiten oder halt hier speziell für den Popo, dass der in Form kommt. Dass man dann halt Beinschwingen für 30, 40 Wiederholungen pro Oberschenkel und dann abwechselt. Achso, hier, das ist ein besonderes Teil. Es gibt eine Gemachtmaschine, wo die Armauflage halt waagerecht ist. Und direkt mit dem Gewicht versehen. Das Ding kann ich halt auch da unten anschrauben. Hat dann auch eine Rolle. Normalerweise ist hier die Rolle eingeschraubt. Also das ist auch zum Anschrauben. Und macht das dann im Endeffekt am Kabel. Okay, also er hat fast alles. Er hat im Endeffekt einen Kabelzug. Also einen Kabelturm. Und dafür hat er dann Attachments wie so ein Sitz fürs Rudern. So eine, ja, so eine Scott-Curl-Bank hier. Chillig. Also es ist eigentlich klug, ne, wenn man sich das so überlegt, hast halt immer ein besseres Widerstandsprofil. Und kann halt dann genau wie die Bizep-Maschine von GYM80 hier dann trainieren.
oder so wie es jetzt ist, auch den Röhrenzug verwenden halt für Squatbrett oder halt auch der Handler einlegen. Ne? Du hast dir die Maschinen auch ausgewählt, weil die von Gym 80 haben dir gut gefallen. Hast du gesagt, die waren perfekt. Dann hast du gesagt, dann ja, ich habe längere Zeit auch im Gym 80 in Koblenz trainiert. Wir haben nur mit Gym 80 Geräten bestückt. Und die haben mir auch sehr gut gefallen. Und so viele andere Geräte gab es ja damals eigentlich noch gar nicht. Ja. So viele Gerätehersteller. Dann habe ich halt noch Kurzhandeln, verstellbarer Satz. Habe ich auch für Werbung gemacht. Den habe ich halt dann als Bezahlung bekommen. Ja, das schauen wir mal gerade die Kurzhandeln an, die sind ganz interessant. Wie machst du das? Das kommt dann davon, um die Rolle drehst? Einfach nur das Seil abhängen, die Rolle drehen und das Seil hier über die Rolle legen und einhängen. Also er hat auch nur ein Gewichtsturm oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Also er hat hier Rollen, die kann man drehen und dann kann man die Rolle entweder dahin drehen und dann kann man das Seil umhängen oder man kann das Seil hier hinhängen oder hier hin. Also interessant, eigentlich ist das eine kluge Sache, ne? So sparst du halt richtig viel Raum. Und dann hast du komplett Latzin. Ja, hier. Er hat nur einen Stack und den kann man halt überall dran verbinden. Boah, aber es ist ja auch voll nervig, ne, glaube ich, wenn man das jedes Mal immer wieder neu verbinden muss. Original Gym 80, wo sie im 80 damals. Wo er übrigens die Stange zerrissen hat, der Sack. Also ich habe es schon vergessen. Also ich habe mit 150 Kilo Latzin geschafft, 10er Wiederholungen. Er hat natürlich 180 Kilo gemacht und hat dabei die Stange, die ist in der Mitte gerade mal auseinandergebrochen. Ja, ist kein Scheiß. War schon so ein schwerer Stahl oben drauf geschweißt als Verstärkung. Ne? Das auch, also studietechnisch habt ihr ja dann, sind dann, oder seid ihr öfter aufeinander geprallt? Oder? Ja, nochmal Zeit lang zusammen trainiert im Gymnastik. Ne? 2006 kam ich dahin. Weiß nicht mehr genau die Jahreszahlen, die gehen so dahin. Die Jahre verfliegen dermaßen. Meine erste deutsche Meisterschaft, also die erste, die ich gewonnen habe, da habe ich mich da vorbereitet. Ich war ein paar Jahre da schon. Das war noch das alte Studio und da sind sie umgezogen, da warst du aber auch noch da. Ja, also sehen wir jetzt noch was vom Homegym hier, hier wird nur gelabert. Ich wollte ja mal sehen hier. Ja, genau. Ja. Ich war noch da mit dem berühmten Teppich. Ah, mit dem grünen. Ja. Was war das nochmal vorher? Reno, genau. Ja, die Kurzhandeln sind halt recht interessant, weil man kann theoretisch jetzt einfach nur, die sind schon wirklich sehr alt. Ja, was sind so Gewichtsblöcke? Sind das nicht so alte Powerblock oder sowas? Die habe ich schon häufiger gesehen. Ich glaube, so in dieser Farbkonstellation und so gibt es die gar nicht mehr. Ne? Die sehen jetzt ein bisschen anders auch. Hier das Plastik und so. Ist aber ziemlich cool. Ist halt vorteilhaft, dass die kleinen, im Endeffekt kleines Gewicht, auch eine kleine Hantel ist. Und je größer die wird, umso größer wird die Hantel. Und bei so, wie heißen sie denn? Profi-Hantel zum Beispiel, die ich habe, die sind halt immer gleich lang. Also da ist halt immer dieses ganze Gestell hier. Und dann sogar die Frauenseite eben machen. Ne? Auf wie viel kannst du die einstellen oder wie viel kannst du dann da maximal mitmachen? Also, die Handel maximal hat jetzt so 38,5 Kilo. Und hab dann hier unten noch so Aufsätze gebastelt. Aber schon lange nicht mehr verwendet. Meine, ich kann mir jetzt einfach hier so ausstecken. Zwei Stück, dann hast du 50 Kilo. Und dann kannst du halt gut auch einarmig machen. Ne? Immerhin mit 50 Kilo. Also so sind das jetzt 50 Kilo auf dem Kopfstock. Aber wenn beide drauf sind. Wenn beide drauf sind. Okay. Ja. Dann muss ich hier einschalten oder was? Also hat im Endeffekt einfach Gewicht dran gepackt. Ne? Und das kannst du halt nur machen, wenn du die ziehst, die Hantel, weil dann fällt das halt nicht runter. Ne? Wenn du jetzt drücken würdest, wird das halt natürlich noch unten runterfallen. Jetzt hier noch den Stift hier unten reinstecken. Dann wird das rotiert, aber schon nicht mehr gemacht. Der klemmt noch ein bisschen. So. Und dann kannst du den ganzen Gewichtsblock rausnehmen und hast halt 50 Kilo in der Hand. Ne? Oder halt eben auch für Schreibbank. Dann habe ich halt hier noch eine verstellbare Bank. Und das besondere Highlight ist halt dieses verstellbare Bändchen, extra für Wettkämpfe mal hergestellt. Farbschutz. Ja, genau. Ist auch die Farbe. Jetzt kann ich also da Kurzhandeln bis 30 Kilo etwa eine hier reinlegen, eine hier unten reinlegen. Hab dann hier sogar eine kleine Stange drin, die ziehe ich raus, dann wird das angehoben und dann kann ich es vor mir herrollen. Dann braucht man 30 Kilo Kurzhandeln vom Parkplatz 300-400 Meter in die Halle. Da kriegst du aber irgendwie noch an Utern. Und hier hast du dann wirklich dann die Möglichkeit gehabt, mit 30 Kilo Kurzhandeln zu pumpen. Das war für manchen Wettkämpfen ein großer Vorteil. Ja, und wenn hier demnächst die Apokalypse los. Also ist schon klug, ne? Er hat sich jetzt diese Bank gebaut, damit er praktisch auf Wettkämpfen seine eigenen Gewichte mitnehmen kann, um da sich aufzupumpen. Sagt ja schon viel über die Wettkämpfe aus, dass es da keine Gewichte gibt, um sich einen stabilen Pump auf der Bühne zu holen, ne? Kannst du hier dann... Oder vor der Bühne. Trainingsraum verteidigen, ne? Das war das Schwert, was ich Tim mal geliehen habe für den Gastauftritt. Ah, ja. Vor der New York Pro Show war das der Gastauftritt. Die fliegen überall Schwerter rum. Ja. Hast du die auch selber gemacht oder sind die... Also das ist jetzt gekauft, das hat mir mal ein Fan geschenkt. Und hier habe ich eins, das habe ich mal selber gebastelt. Moment, dann mach ich mal ja. Hier durch. Aber ist das so wie früher ein Schwert war, so die Größe und Gewicht? Ne? Das ist kein großer Unterschied, eigentlich das genau selber. Da haben die aber richtig zu kämpfen, muss es schon fit sein. Die Körper mit abgehackt. Ja.
Das hinterlässt schon Spuren. Da wird hier richtig begeistert von dem Schwert. Also. Auch stumpf wahrscheinlich. Wenn er richtig schön scharf ist, das Biest, ne? Ja. Und das Ding habe ich halt selber gebastelt. Das sind einfach nur zwei Blechstreifen, die in der Mitte angefaltet wurden und dann außenrum verschweißt. Und liegt natürlich sehr schön in der Hand. Kannst du auch schön dann drehen und wirbeln. Und das war so meine ersten Schwertauftritte, die ich gemacht habe. Ich habe also wirklich Phasen gehabt, wo ich 30 Auftritte im Jahr hatte. Teilweise auch im Ausland. Es gab eine Zeit, da war ich einer der bekanntesten Bodybuilder. Mittlerweile ist der David und der Tim wohl die gefragtesten, begehrtesten Buddies, die man Deutschland haben, würde ich sagen, mit den meisten Fans. Number 48, Thomas Schön, Germany. Aber selbst 2012 war der Thomas ja schon, da war er ja Masters-Athlet oder nicht. Also ich glaube, der ist jetzt irgendwie 60, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt der ist. Wenn das jetzt 8 Jahre vorher ist, ne, also 8 Jahre zurück, ja, was ist denn da, 50, 40, irgendwie sowas. Ne? Das ist schon eine Top-Form, muss man ganz ehrlich sagen. Also alle, die auch Thomas immer so haten, weil er immer sagt, ja, oldschool, dies, das, aber gut ausgesehen hat der Typ, ne? Und tut er auch immer noch. Ich hatte einen auf der Arbeit, der auch Musik gemacht hat. Und dann haben wir versucht, ein Posinglied eine Minute selber zu produzieren. Und das halt eben sehr, wie soll ich sagen, episch, genau. Und da hat mir noch nicht so ganz gefallen. Und dann hat der ein bisschen was drauf gesungen. Also theoretisch, dass jemand versucht, einen Dämon so aufzubeschwören und will den befehligen. Der Dämon erklärt ihm gerade, dass er Mist gebaut hat und jetzt genau andersrum ist, dass er jetzt dem Dämon auf ewig verdammt ist. Und das hat sich schon interessant angehört. Ne? Und da hat er gemeint, ach, damit könntest du mit der Streithaus auf die Bühne gehen. Und sag ich, das sieht doch scheiße aus und so. Aber du könntest es doch machen, sagt er. Ne? Du machst doch einen Gastauftritt, du kannst doch machen, was du willst. Das ist anscheinend unrecht. Und damals lief gerade Highlander im Kino. Der erste Highlander-Film. Da wurde natürlich geil, wie der Kugan da sein Schwert zusammengebastelt hat im Hotelzimmer. Denke ich, okay, da machen wir was draus. Wann war der erste Schwertauftritt? Ich meine, das wäre... Kann das sein? 86 auf der deutschen Mannschaft, die in Hessen in der Jahrhundertfalle erstmal stattgefunden hat. Da haben die Leute mal so auf den Stühlen gestanden und getobt. Ne? Das war schon eine kleine Sensation auf jeden Fall. Ne? Ja gut, sie ist ja nicht alle Tage so ein muskulösen Typ mit einem Schwert rumfuchteln. Ne? Ist schon, muss man sagen, schon interessant. Ich glaube, der Thomas Schall war auch auf der Hochzeit vom Tim, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ein paar Jahre später hatte ich halt das Kronenschwert, also jetzt ähnlich wie das, was da liegt. Das hatte ich mir eigentlich gekauft, um die Wand zu hängen. Aber es hat mir so gut gefallen und hat so gut in der Hand gelegen. Und dann kam Mina Burana dazu und das war dann eine super geile Aktion. Und kam super, super rüber und habe dann viele, viele Auftritte gehabt. Hat schon echt gelohnt. Lustigerweise, heute kannte das eigentlich gar keiner mehr. Das heutige Buddy-Publikum hat das noch nie gesehen. Ne? Die Jahre sind da hingegangen. Ja? Damals war es halt für jeden irgendwie bekannt. Und jeder hat schon mal fast gesehen, aber heutzutage ist es genau umgekehrt. Das kennt eigentlich keiner mehr. Hast du Thomas eigentlich erst mal wahrgenommen als Wettkampfathlet? Wahrgenommen schon mit, da habe ich noch daheim trainiert, mit 15 oder ja, mit 15. Da hatte ich schon ein Poster an der Wand. Ich glaube, das waren die, wann sind die entstanden? Die mit, in Jordanien, glaube ich, auf den... Ja, ist natürlich interessant, ne? Aber Leute, wir wollen jetzt eigentlich das Homegym angucken. Gibt es hier denn noch was hier? Da labern sie noch. Na, hier nicht zu viel, bla bla. Da kommt schon wieder was hier, nach der Werbung. Guck mal, da lädt man sich das runter, um weniger Werbung zu haben, ne? Und hat trotzdem noch Werbung, meine Güte. Ich habe hier noch eigentlich alle Sport-Hefte, wo Sportler abgebildet war, aufgehoben. Also nur die, wo er auch abgebildet war, ne? Nicht alle Sport-Hefte. Und das war ja auch der Grund. Aber finde ich cool. Also hätte ich, glaube ich, auch gesammelt, wenn ich sowas hätte. Also Vorteil dafür, dass ich halt Amateur geblieben bin, ne? Hätte ich versucht, in der Profiszene da mich zu behaupten, denke ich mal, ich war weit nicht so viel Publicity über die Zeitschriften bekommen, weil auch ein 10er Platz auf der Mr. Olympia war es mit Sicherheit Wahnsinn. Aber dann hast du damals im Heft so ein Bildchen drin gehabt und hast, wenn du Glück hattest, noch $2,000 bekommen bei der Mr. Olympia mal. Damals. Ja. Die Preisgelder sind mittlerweile ja höher geworden, ne? Aber trotzdem, dass man damit Geld verdient hätte. Und so hast du halt die da alle paar Jahre mal eine Titelseite gehabt oder mehr Seite Bericht. In welchem Jahr hättest du die Olympia-Quali gehabt? 96 oder? 2001 war ich Gesamtsieger der Weltmeisterschaft und hätte dann direkt im Jahr, ich glaube, sogar ein Jahr später auch noch starten können auf der Mr. Olympia, weil ich weiß gar nicht genau. Aber mal was dann für ein Jahr. Na, haben wir denn noch was hier?
Also er zeigt zwar viel, aber relativ wenig übers Home Gym. Das ist natürlich jetzt etwas enttäuschend. Da erzählt einer was hier. Meisterschaft. Oh. Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Ja, ein Pokal. Da waren aber auch nochmal andere Trophäe. Da gibt's heute aber nicht mehr. Das Holz, ne? Ja, aber trotzdem ist er für Vergleich zu heute immer. Ja, ja, das ist doof, ist er in der Film, der alle so Gott. So ein bisschen fest. Also, was mich interessieren würde, ist diese Multipresse auch selbst gebaut? Scheint wirklich so zu sein, ne? Wir können uns das jetzt nochmal hier durchskippen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch das. Ihr könnt euch ja das Originalvideo angucken, wenn ihr erzählen, hören wollt, was der Thomas sagt. Aber wir skippen hier nochmal schnell durch. Und wenn wir uns das hier mal angucken, hat der Thomas im Endeffekt eine selbstgebaute Bank, eine Schrägbank, die benutzt er aber, um die auf Wettkämpfe mitzunehmen. Er hat einen Turm, einen Kabelturm, wo er einen Stack hat, der verstellbar ist. Also ihr könnt von allen Seiten ziehen. Hier kann man so eine Ruderbank dran schrauben. Da hinten hat er so ein Pendel. Ich glaube, damit für die Adduktoren und Abduktoren im Endeffekt. Hier hat er einen Latzugturm und natürlich kann er auch hier deine Arme machen. Er hat nämlich eine Kabelrolle von unten und eine von oben. Und er hat eine Multipresse. So, wo war die Multipresse? Sehen wir die hier noch irgendwo? Ja, genau, Kurzhanteln bis knapp 40 Kilo. Also 38, sagte er, aber ich glaube, das ist sowieso ein LBS. Und eine Multipresse. Ja, hier ist noch, achso, das ist der Rudersitz, genau. Also gar nicht so viel, wenn man sich das mal so anschaut. Alles in allem trotzdem sehr interessant, auch wenn es nicht so viel ist. Könnt ihr euch mal anschauen. Gerne das Originalvideo, das zeige ich euch hier nochmal. Ein bisschen Werbung muss natürlich sein an der Stelle. Hier, so heißt das Video im Original. Das Home Gym von Thomas Scheu. Besuch beim Weltmeister. Ne? Checkt mal Rap One gerne ab. Und ich würde sagen, das war's für heute. Schickt mir gerne alle eure Home Gym Videos, wenn ihr Bock habt, wenn ihr auch hier dabei sein wollt. An diese E-Mail hier, massegarage@mail.de. Dann seid ihr auch in diesem Video. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne Vorschläge machen für weitere Videos, die wir uns gerne zusammen anschauen, wie zum Beispiel das hier vom Thomas. Und ich bin raus. Lasst ein Abo da, checkt den Podcast ab und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.